Ich male intuitiv und liebe es, intuitiv zu malen. Ich weiß also überhaupt nicht, wie das sich alles entwickelt, wohin die Reise geht, und entscheide mich am Anfang einfach nur für die Farbpalette. Diesmal habe ich mich für Rottöne entschieden. Das sind die Töne zwischen Violett und Orange. Und dann mal sehen, was sich alles so entwickelt. Und das ist eine improvisierte Schablone. Ich möchte gleich mit einem goldenen Spray darüber sprühen und bin sehr gespannt, wie der Effekt wird.